Herzlich willkommen zu einer neuen Partie von Let's Play 5 Minuten Schaf. Ich bin gegen Sertan Nasel. Wir spielen hier C5. Mittlerweile bin ich echt mit C5 echt nicht mehr so zufrieden, wie ich es mal war. Ich mag es in letzter Zeit viel mehr, E5 zu spielen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Auf jeden Fall habe ich hier so einen richtigen Lag in der Internetverbindung. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin mittlerweile mehr davon überzeugt, E5 zu spielen. Okay, Springer F6. Gucken wir, was er zieht. Okay, Springer G4 jetzt. Genau, Dame B8. Und jetzt kommt... Können Sie Springer D4? Achso, warte mal, Moment mal. Achso, geht nicht, weil Springer auf B5 steht. Okay. Normal kommt hier Springer D4. Aber in dieser Stellung geht das nicht. Also wenn der Springer auf C3 steht, dann kommt Springer D4. Das ist ganz gut. Zeige ich gleich mal nach der in der Analyse. Okay, Läufer B3, Läufer E7. Turm C1. Okay, er möchte Springer C7 spielen. Muss ich Läufer D8 spielen hier? Aber dann hat der Springer D6. Springer Dame D6. Dann Turm D1. Oh, sieht sehr gruselig aus. Hab ich hier was falsch gemacht? Ich glaube, ich hätte A6 spielen sollen. Ja, ich hätte A6 spielen sollen. Okay, jetzt sehe ich schon eine Qualität zurück. Naja, kriegen wir noch irgendwie hin. Müssen wir nur einen Aufbau finden. Wieder aus der Öffnung verkackt, also. Ich hätte zwar vielleicht mal ein bisschen nachdenken sollen, aber egal. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie Druck machen. Wir können auf dem Königsflügel eher wenig machen. Ich würde sagen, dass wir am Damenflügel ein bisschen vorgehen werden. B5 vom E4 anzugreifen. Jetzt wird er wahrscheinlich F3 spielen. Dann werden wir A5 spielen. F4 kann er jetzt nicht spielen. Weil auf F4 habe ich einfach Springer C4. Wenn er den rausnimmt, nehme ich trotzdem E4. Oder halt F4, Springer C4, Läufer C4, B C4, Turm C4. Dann hätte ich Läufer B5. Und wenn Dame C4 kommt, dann habe ich Läufer E4. Okay, er spielt A3. Ich wollte eigentlich... Er wollte eigentlich A4 spielen, aber Läufer A2, Dame... Nee. Ja, irgendwie komme ich hier nicht so ganz voran. Moment, vielleicht nicht, dass er hinter... Oh. Nicht, dass er hinter irgendein Opfer macht hier oder so. Decken wir mal C8 ab. Denk mal auf Dame D2. Macht dann auf Springer C4. Okay, Springer C4 wird der D7 rausnehmen.
Was macht er auf? Das ist tricky, wenn man so einen Zug spielt. Ich könnte auch Springer C6 spielen. Ah ne, kann ich nicht. Ich kann Läufer C6 spielen. Läufer C6. Und der E7 raus, okay. Was kann ich überhaupt spielen? Ich kann Läufer D8 spielen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Naja, spiel mal Läufer D8. Ich mag das nicht, wenn da so ein Turm steht. Ja, nach Affen, weil wir wollen ja B4 spielen. Immer jetzt die Befürchtung, dass irgendwann F4 kommt, aber er spielt's nicht. Sieht nicht gut aus für uns, Leute. Sieht nicht gut aus. Dame D2. Wir können die Dame jetzt tauschen, aber... Naja, komm. Ich hätte Springer D3 gehabt. Ich dödel. Ah. Ich glaube, da wurde er zu nervös. Entschuldigung. Ein bisschen krank. Wäre es irgendwie schwer, hier in dem Spiel zu denken. Oh, er gibt auf. Ja, das Matt war seine einzige Hoffnung noch auf Erfolg. Wow, das war echt schlecht von mir. Also hier gibt, wenn er... So, sagen wir mal, er spielt jetzt H3. Also er hat ja in der Partie Springer B5 gespielt, wenn er jetzt H3 spielt. Aber in diesem Zug hier, Springer D4. Er kann nicht rausnehmen, wegen Dame H2 Matt. Das heißt, er muss Dame D1 oder sowas spielen. Und dann nach Springer F3, GF3, Springer E5. Das dann besser aus. Als in der Partie. Obwohl, ich kann auch nach Springer F3 einfach C4 nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Theorie weitergeht. Ich glaube... Das ist schon gut so. Beides scheiße. Ja, das ist besser. Beides scheiße aus. Okay, aber er hat ja Springer B5 gespielt. So, mein Fehler war hier. Ja, ich laufe E7 einfach viel zu schnell gespielt. Hier muss ich A6 spielen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Weil A6 ist eigentlich sowieso ein Standardzug. Und dann nach Läufer E7 ist einfach alles normal. Na, B5, Läufer B7 und so weiter. Wird er wahrscheinlich gleich auch noch A4 spielen oder so. Alles normal, aber Läufer E7 direkt war ja grauenhaft. Einfach grauenhaft. Und das eigentlich, wo sich das Spiel entschieden hat, dass er da einfach nur noch dann über die Bühne bringen müssen. Er hat das auch richtig gut gespielt. Er hat das wahrscheinlich gemerkt an meiner Kommentation. Ich konnte nicht so viel reden, weil ich in Konzentration war. Ja. Okay, Dame 8, B5. Hier wollte ich ein Gegenspiel kriegen am Damenflügel. Aber hier war ich dann schon wieder unzufrieden, weiß nicht. Er hat die C-Linie, ich decke die zwar alles ab mit meinen Läufern, aber... Dame B6 war einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Turm B7, damit er nicht mal nach C7 reinkommt. Damit ich meinen Läufer wieder nach E7 stellen kann. Hat
hiermit geklärt. Hier haben wir die Qualle zurückbekommen. B4 direkt Angriff. Hätte ich Springer D3 gehabt, hätte ich den Läufer getauscht. Dann wäre es noch einfacher gewesen, wenn sein Läuferpaar weg ist. Aber es hat er hier sowieso aufgegeben, also einzügig. Springer E5 kann ich nicht spielen wegen F4. Oder kann ich es doch spielen? Ich habe keinen wirklichen Zwischenzug, also eigentlich kann ich es nicht spielen. Ah doch, ich habe Turm C4. Ach Quatsch, ne, habe ich nicht. Lol. Der Läufer steht noch da. Ich habe gerade einen Bauer. Stimmt, aber sonst hätte ich Turm C4. Also wenn der Läufer nicht da wäre, wäre es ein richtig cooler Zug. Er kann nicht hier nehmen, weil der Turm hängt und er muss dann hier nehmen. Und D7 kann er auch nicht nehmen. Aber sein Läufer steht da noch da. Ja gut, also der geht nicht wegen F4. Deswegen Springer C5 und hier danach hat er aufgegeben, weil das war seine einzige Hoffnung. Er hat ja nichts mehr. Der Läufer kommt nicht raus und im nächsten werde ich einfach Turm D2 spielen, die Bauern absahen. Und dann ist Ende. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.